Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Minecraft Staffel 6. In der Folge 381 und wir sind jetzt hier mit dem lieben HSBLP. Guten Tag! Hallo. Ich habe ja schon in den letzten Folgen gesagt und ihr konntet ja kaum abwarten. Und jetzt ist er da. Ich habe leeres Inventar hier wieder, weil ich was gebaut habe. Aber nicht hier, woanders. In einer anderen Welt. Jo. Und da muss ich erstmal wieder mein Inventar suchen. Okay, dann such. Da ist wieder ein paar Tage her, wo ich aufgenommen habe. Sehr schön. ja, der HSPLP ist hier und ich habe so ein bisschen schon den Spawn hier gezeigt. Den kennt ihr aber ja schon. Und jo, da gehen wir mal straff hier rüber. Ja, du gehst vor, ich geh einfach hinterher. Sehr gut. Du. Ich habe ihm das Luftschiff schon hier oben gezeigt. Oh ja, es ist sehr Vom hoch. lieben Wo bist Fassi. denn? Ach, da. Da bist du. Und jo. Wir müssen auch irgendwann später nochmal, wenn wir dafür Zeit haben. Ich möchte da oben gerne mal auf diesen Auf jeden Turm auch, auf Fall. diesen Das ganz hohen. richten wir ein. Sehr gut. So, und hier sind wir schon auf dem ersten kleinen Platz. Und zwar dieser Baum hier. Das ist der erste Baum, der hier gepflanzt wurde. Okay. Und was willst du denn schon wieder? Ach, guck Kartograf mal, eine hier. Händlerin hier. Ein Kartograf. Aha, hallo. Hallo, hallo. Und Händler. dieser Platz ist als erstes mit entstanden. Und Okay. daneben das Gebäude hier. Das hat mich über ein paar und da fehlt immer noch der Lehm. Schon seit einem Jahr. Mein erstes Bett, meine ersten Truhen, der erste Keller, das erste Obergeschoss. Und da steht eine Kuh. Ich wollte gerade sagen, Wie sind die hier reingekommen? soll das so sein, dass die hier so hängt, oder ist das... Mit einem Kopf im Stein. Eigentlich nicht. Naja. Kann man die irgendwie wieder nach draußen bekommen? Nee, ne? Na, ich glaube, na, ich habe gerade kein Werkzeug. Sehr schön. Warte mal. So, jetzt habe ich es... Nein, jetzt... Oh, du blöde Kuh, ey. Das ist aber wenigstens ein bisschen befreit. Ne? Ja. Meine erste kleine Farm. Ach, schön. Wir hatten den Vorteil, wir hatten Kakaoboden nach ein paar Tagen, weil wir gleich einen Dschungel bei uns in der Nähe hatten. Ah, das ist ja praktisch. Hallo? Oh, hallo? Quasi hat unsere Nahrungsquelle erstmal aus Keksen und Melonenscheiben. Okay. Jo. Ja. Und ein paar Broten. Schmeckt schon auch gut. So, habt ihr hier irgendwas drin? Nein, hier ist nichts drin. Das ist leer gegangen, weil irgendwie beim Kopieren hier rüber ist die Altstadt ein bisschen komisch. Da waren die Schilder nicht mehr, das musste ich alles neu schreiben hier. Und hier sieht man noch, hier ist ein Schild noch unbeschriftet. Oh ja, Und ja, das ist der alte Stadtteil hier mit den alten Feldern und der Koppelkirche. Das ist dann das erste NPC-Haus, was ich bewohnt habe. Und die Truhe müsste auch leer sein, ja. Da waren noch ein paar Sachen drin. Okay. Genau. Eigentlich war das mein erstes Bett, wenn man es mal so sieht. Genau. Ja, die Welt, die sieht in diesem Ressourcenpark, was wir haben, die sieht noch mal richtig. Ja, ich möchte nicht sagen speziell aus, aber durch dieses Ressourcenpark hat die Welt halt noch irgendwas. Also die ganzen Häuser, die sehen richtig gut aus. Da gibt es auch zum Beispiel einen Block, das hast du mir gezeigt vor der Aufnahme, den kannte ich zum Beispiel noch überhaupt nicht. Den habe ich jetzt Der kennengelernt. Auch die Warzenblock. Dorfbewohner. Die Dorfbewohner, die sehen halt auch richtig gut in dem Ressourcenpark aus. Also. Pff. Das ist hier der Harry. Ich weiß nicht, ob du den auch so kennst. Sieht ähnlich aus wie Harry, hör mal. der Harry Was Potter. macht der? Unser Der ist ein. Verzauberer. Okay. Gerber Bibliothekar, okay. Na, sehr schön. Das ist eine Schmiede hier drüben. Kennt man ja auch. Ja. Und das hier drüben, das ist das Armenhaus. Oh, war ja. Das brauchen wir natürlich. Am Anfang ist der Ort noch arm und da haben dann viele ein Bett bekommen. Jetzt habe ich hier gerade gesehen, Spenden und dann sehe ich verrottetes Fleisch. Okay. Genau. Auch nicht schlecht.
Ja, sehr schön auf jeden Fall. Auch hier gemacht mit den ganzen Hochbetten. Hier, was macht die? Pfeilmacher, okay. Das ist unsere Bibliothek hier drüben mit dem violetten Glas. Übrigens, wenn Okay, du oh so ja. Eisengestalten hier rumlaufen siehst, das sind unsere Stadtwachen. Gut, ich hatte mich nämlich auch schon vorhin gewundert, was hier so für Typen rumlaufen, aber okay, ist ja gut. Da tun wir auch gleich mal hier nächtigen. Zack. Wenn du das noch nicht wusstest, man kann jetzt auf Betten springen. Okay, nee, das habe ich nicht gewusst. Okay, hier komme ich jetzt nicht drauf, aber. Du kommst ja drauf und zwar mit dem Türentrick. Und wenn man da hier jetzt drauf, dann nimmt man so mit. Quasi, Ach, stimmt, ja, stimmt. wenn du jetzt von ganz weit oben irgendwo runterspringst und dann dein Bett triffst, dann ist das, ja, kriegst keinen Fallschaden. Stimmt, das ist ja auch praktisch. Stimmt, das gibt es in der Version, wo ich noch spiele, gibt es das nicht. Noch. Genau, das ist hier die alte Stadtmauer. Das ist ein kleiner Okay. Damm, den habe ich errichtet, um die Altstadt ein bisschen von den neuen Gebäuden abzutrennen. Okay. Und da war eben auch die ganz frühere Postruhe noch hier. Und jetzt ist die hier eigentlich im Zentrum, kann man schon sagen, ziemlich unnütz. Okay. Genau. Dann sieht man hier ein paar Golems noch rumlaufen. Hab gerade hier Das gesehen, wie die beiden. mit dem Rotstein hier, das ist Sandstein, roter Sandstein. Das Okay. sind rote Sandsteinziegel. Sehen bei uns so aus. Und das ist die Feuerwehr. Und hinter dir sind dann die Löschpferde. Das ist aber noch im Bau. Versuche ich hier ein Löschpferde. paar Ställe einzurichten. Ah, schön. Ja gut, es ist jetzt hier gerade im Aufbau. Sieht bestimmt auch hinterher schön aus, wenn es dann mal fertig ist. Genau. Hier sind nur ein paar Materialien. Okay. Wenn ihr nicht wisst, was der HSPP Schönes bei uns macht, ich habe ihn mal angeschrieben, ob er mal Lust hat, rüber zu kommen und ein Gebäudchen zu bauen, sich zu verewigen. Und das ist auch was Feines. Ja, da habe ich auf jeden Fall Lust auf. Ich bräuchte jetzt nur noch den Platz, wo ich das Haus bauen soll, Genau, muss, den kann darf. man ja hier irgendwo aussuchen. Ne? Ja. Soll das ein bisschen größer sein oder nicht ganz so Das groß? Weil ich weiß ja ist dir zu nicht, überlassen. was. Weil ich jetzt nicht weiß, was ihr hier noch für Gebäude geplant habt. Deswegen nicht irgendwie, dass ich euch jetzt die ganzen Baupläne auf den Kopf stelle. Also hier ist zwar was geplant, aber du weißt ja, wie es so mit Plänen ist. Man kann alles umplanen Oh und ja. das Spiel Oh ist ja ja. auch dafür gebaut, abzureißen und neu aufzubauen. Ich muss gerade mal jetzt hier hochladen. Also wenn du irgendwo bauen solltest, wo schon was geplant ist, dann reiße ich das wieder ab. Nein, natürlich nicht. Okay. Ja, nee, dann würde ich nämlich schon fast sagen. Ich glaube, hier der Bauplatz, der ist ganz gut eigentlich. Also vielleicht hier so ein ganz kleines Holzhüttchen oder vielleicht ein Steinhaus mit einem Holzdach oder so. Ich denke mal, hier ist dann der Bauplatz. Das wäre hier ganz gut. Ich sehe dich nicht mehr. Okay, jetzt wieder. Du warst kurz verschwunden. Okay. Kann ich hier die ganzen Blöcke hier wegmachen? Natürlich. Okay, dann würde ich nämlich schon mal ein bisschen beginnen. So, dann mache ich die hier noch weg. Das ist gut, wenn du hier baust. Da kann ich ein bisschen unten an der Löschpferdewache weiterbauen. Ja. Wo finde ich denn die ganzen Materialien? Also so zum Beispiel Holz oder Stein oder was weiß Genau, ich. dann folg mir mal. Also Ja. hier stehen noch überall Truhen rum. Hier beim großen Turm. Beim großen Turm, Ist okay. eigentlich als nächstes. Du kannst eigentlich noch hier unten drunter durch. Da brauchst du nicht durch die Mauer. Gibt es ja eine Treppe. Und hier oben sind ganz viele Truhen, die wir benötigt haben. Ist noch da? Ja. Ja, Die wir bin hier. benötigt haben, um hier den Turm so ein bisschen zu errichten. Und hier kannst du dich frei entfalten. Ah, hier gibt es ja genug Sachen. Ah, okay, gut. Dann weiß ich, wo ich
Gibt's auch gebrannten Ton, der heißt jetzt Keramik neuerdings. Finde ich übelst dämlich, aber na gut. Keramik, okay. Wenn du Essen brauchst, das ist unten. Oh, ja, da habt ihr ein bisschen. Ja, Brot. Ein bisschen Brot. Brot ist bei uns sehr viel. Wir haben eine automatische Brotzucht. Echt? Oh, das ist cool. Das ist echt schön. Hier ist noch ganz viel Holz drin und. Holz allerlei, ach du liebe Zeit. Es gibt aber ja, gut, noch so, viele, viele weitere Truhen, wo ganz viel Zeug drin ist. Ja, das ist genauso wie im Lagerhaus von Opa Spiel. Den habe ich ja jetzt, glaube ich, schon 2-3 Mal besucht und der hat auch ein riesiges Lagerhaus. Und die ganzen Kisten, die sind immer prall gefüllt. Also, ja. Wenn ich da zu Gast immer bin, der ist immer bestens vorbereitet. Also, das ist auf jeden Fall sehr schön. Gut, dann suche ich mir mal die Sachen zusammen. Mhm. Dann werde ich schon mal beginnen. Wenn du hier hinten ins Tal schaust, da siehst du auch die ganzen Farmen, die mir. Oh ja. Ja. Oh ja, okay. Jetzt weiß man, wo es herkommt. Genau. Und dort hinten, dort hinter den Weizenfeldern, da siehst du ein paar Dorfbewohner eingezäunt in so ein Feld mit Trichtern ringsrum. Mhm. Und die sind dafür zuständig, die Kartoffeln dort auseinanderzunehmen und die hauen die dann zu den Dorfbewohnern, die außerhalb der Zäune stehen. Und da fällt okay. Das ja dann in den Trichter rein. Deswegen haben wir Kartoffeln unendlich viel, die wir dann auch automatisiert könnten wir die in den Ofen gleich zu Ofenkartoffeln verarbeiten. Da muss man aber manuelle Kohle reinwerfen. Mhm. Da die Dorfbewohner dort drinnen aber auch irgendwas essen müssen, tun die Dorfbewohner von außen den Brote zuwerfen. Weil die ja außerhalb das Weizen abfällen. Und dazu kommt dann auch noch Brote. Und da ist hinter dem großen Gebäude mit dem Halbkreisdach, was ja. Unser Gerichtssaal ist, da hinten ist ein Silo, was ich gerade aufbaue. Und da wird das alles abgespeichert. Boah, nicht schlecht, ey. Also die ganze Technik hier, hochmodern. Nicht schlecht. Gut, dann suche ich jetzt mal die Sachen hier zusammen. Genau, und ich suche meinen Inventar. Neue Rezepte verfügbar. Schau in dein Rezeptbuch. Ja, das ist, wenn du E drückst und da hast du so ein Büchlein. Da kannst du drauf drücken und da werden dir alle Rezepte neuerdings angezeigt, die du machen kannst. Jo, wenn, ah, okay. Wenn du im großen Crafting-Table bist. Hm. Kannst du das auch einsehen? Du kannst es aber nur über das kleine Inventar ein- und ausschalten. Finde ich okay. Noch ein bisschen komisch. Bruchstein. Hm. Mal hier Bruchstein. Keramik. Steinzeit. Also wir haben auch noch ein großes Lager. Okay. Ah ja, hier habe ich das drin. Zack. Also Essen wirst du, glaube ich, aktuell nicht brauchen. Schalt das mal hier aus. Nee. Weil wir keine Monster aktiv gerade anhaben. Deswegen. Gut. Ich war hier oben beschäftigt, ne? Dann nehme ich mir mal ein bisschen Stein. Schilder. So, habt ihr irgendwie Wolle oder so? Natürlich doch. Warte, ich komme mal kurz zu dir. Ja, da würde ich mir nämlich jetzt ein bisschen was mitnehmen wollen. Noch ein bisschen. Und dann habe ich meine ganzen Materialien zusammen erstmal. Zeig dir mal das Werk des Fluchens, weil mich das sehr viel Zeit und sehr viel Wut gekostet hat, das zu errichten. Weil die Schafe sind ein bisschen eigenköpfig. Wo bist du denn? Ich bin unterhalb des Gebäudes mit türkis aussehenden Wänden. Mit türkis aussehenden Wänden? Also quasi auf deinem Bauplatz. Achso, gut, dann komme ich mal kurz zurück zu meinem Bauplatz. Mein Gott, diese Welt ist aber auch groß, ey. Wahnsinn. Da bist du.
So, hier. Nee, ist übrigens eine Schenke. Okay, oh, da kann man nachher schön sich besaufen gehen. Schön ein trinken. Ja. Was macht denn der eiserne Kerl hier? Aha. Die rennen überall rum. Okay. Huh. Oh. Hier ist der Bahnhof. Okay, das ist ja. Und die ganzen Sachen habt ihr, wie gesagt, im Survival gebaut, ja? Hier so den Bahnhof und so, die ganzen Sachen hier. Auf jeden Fall. Boah, ist ja heftig, ey. Muss also, ich auch noch alles mit Sandstein auskleiden. Okay, dann geht's wahrscheinlich hier zu den Gleisen, oder? Ne, geht's nach oben. Zu den Ach, Treppen. Hier oben, ja. So ein bisschen, genau. Okay. Und die ganzen Tunnel dahin, das ist auch ein bisschen die Quelle des Steins. Hier kommt der ganze Stein, ja. Oh, aber ja. Diese ganzen Säulen, die sind aber schön aussehen in dem Ressourcenpark. Das sind Steinstufen. Okay. Und wenn man die übereinander packt, das kann ich mal ganz kurz. Ja. Die sehen nochmal so aus. So. Du hast das wahrscheinlich einen Notenblock. Ja. Das bedeutet eigentlich, es ist Nacht. Und. Jo. Der geht gerade ab. Ah, guck an. Okay. Der Notenblock sagt, es ist Nacht. Okay, das ist ja echt. Eigentlich sind das Glockenklänge und wärst du jetzt taub. Nur auf der 1.12 wurden ja neue Notenblockklänge hinzugefügt. Und da ist das Soundpack ein bisschen kaputt gegangen. Stimmt, es ist Nacht. Genau. Ich habe hier oben mein Bett und du hast, ja, glaube ich, keins, ne? Doch, 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 ich hab hier meins, warte, ich muss das nochmal hier aufstellen, na. Gut. Auf dem Boden kann man das nicht, das ist Trampelfahrt. Ach so. Gut, hab ich auch gerade gemerkt. Alright. Jo. Und hier wacht man immer übelst komisch auf, nämlich hier. Huch, okay. Gut, dann werde ich schon mal beginnen. Du als Wolle haben. Da waren wir stehen verblieben. Ach genau, Wolle wollte ich noch haben, richtig. Genau, das seht ihr dann wahrscheinlich in der nächsten Folge. Ne? Oder? Ja, genau. Bis dahin. Bis dann. Tschüss. Ciao.